Nun, zuerst war nichts und dann war alles. Und dann entschied unser Herr, mich in diese Welt zu bringen, um in die Ärsche derer zu treten, die es am nötigsten hatten. Also macht euch besser bereit, denn ob an diesem Tag oder am nächsten, es wird soweit sein. Das vorangegangene Zitat stammt natürlich nicht von mir, sondern von einem der wichtigsten weiblichen Charaktere im Marvel-Universum, nämlich Carol Danvers, besser bekannt als Captain Marvel. Aber wer ist das eigentlich, Captain Marvel? Was hat sie so drauf? Was sind ihre Hintergründe und welche Rolle wird sie im Marvel Cinematic Universe spielen? Das klären wir in den folgenden Minuten in der neuen Ausgabe von Spot On. Mein Name ist Marc, danke fürs Reinklicken und wir werfen jetzt zusammen einen genaueren Blick auf Captain Marvel. Carol Danvers ist die älteste von drei Geschwistern, die unter einem strengen, alleinerziehenden Vater in Boston aufwuchsen. Sie träumte schon immer davon, Astronautin zu werden und zu fernen Planeten zu reisen. Ihr Vater allerdings hielt nicht viel von Gleichberechtigung im Allgemeinen und von Frauen im Speziellen, weshalb das für den Traumberuf nötige College-Geld an den deutlich weniger begabten jüngeren Bruder ging. Also verließ Carol ihr Zuhause, als sie 18 wurde, und trat der Air Force bei, um Pilotin zu werden und um mit Hilfe des Militärs doch noch den College-Abschluss zu bekommen. Obwohl sie in der Tat eine ausgezeichnete Pilotin war, wurde sie während eines Einsatzes abgeschossen und von Ghazi Rashid gefoltert. Sie überlebte die Tortur und auch den Einsatz und trat später der Sicherheitsabteilung der NASA bei. In dieser Position bekam sie einen Blick in die Machenschaften der Kree, einer außerirdischen Rasse. Im MCU haben wir die Kree in Guardians of the Galaxy gesehen, vor allem Ronan the Accuser. Dieses Vorwissen brauchen wir, um zu verstehen, wieso Carol im Stützpunkt Cape Canaveral war, als der Kree-Superheld Mar-Vell dort eintraf, wenngleich er zunächst noch in der Identität des verstorbenen Walter Lawson auftrat. Mar-Vell verrät die Kree später im Grunde und wird dann einer der größten Superhelden der Erde überhaupt, den Carol auch sehr bewundert. Mar-Vell hat aber auch ein paar Altlasten im Gepäck, vor allem seinen Erzfeind Yon Rogg, ebenfalls ein Kree. Yon Rogg hat total Bock drauf, Mar-Vell zu töten, und für diesen Zweck bringt er das Psych-Magnetron mit. Das Psych-Magnetron ist eine Kree-Maschine, mit deren Hilfe sich Wünsche in Realität verwandeln lassen, und in den Einfluss eben dieser Maschine gerät Carol Danvers während eines Kampfes zwischen Mar-Vell und Yon Rogg. Das Psych-Magnetron liest also die geheimsten Wünsche von Carol Danvers. Zum Glück hat sie sich nichts Peinliches gewünscht, sondern wollte eigentlich am liebsten so sein wie Mar-Vell. Das Psych-Magnetron lässt also seine Maschinerie anspringen und zieht Energie aus den, wir sagen jetzt mal der Einfachheit halber, magischen Armbändern von Mar-Vell und erschafft Carol völlig neu, nämlich als halb Mensch, halb Kree-Superwesen mit im Grunde den gleichen Fähigkeiten, wie sie auch Mar-Vell hat. Auch wenn es dann noch ein bisschen dauert, bis sie realisiert, dass sie jetzt Superkräfte hat, nennt sie sich dann zu Ehren von Mar-Vell, naheliegenderweise Miss Marvel, und beginnt ihre bis heute andauernde Reise als Superheldin. Wieso sie heute Captain Marvel und nicht mehr Miss Marvel heißt oder gar Warbird, Binary oder Cheeseburger, erkläre ich euch jetzt gleich. Vorher reden wir aber noch kurz darüber, was euch sicherlich mit am meisten interessiert, nämlich über die Fähigkeiten, die Captain Marvel so drauf hat und die wir vielleicht auch im Marvel Cinematic Universe, kurz MCU, bald zu sehen bekommen, worüber wir auch gleich noch genauer reden. In den Comics ist Captain Marvel laut Nick Fury eine Superheldin der Klasse 8, gehört also zu den richtigen Powerhouses, wenngleich nicht zur Spitze des Eisbergs. Im MCU wird sie laut Mastermind Kevin Feige aber der stärkste Superheld sein, den wir bisher zu sehen bekommen haben, inklusive Hulk und Thor. Thanos darf man in dieser Rechnung vermutlich erstmal außen vor lassen, eine gespannt machende Aussage ist es aber schon trotzdem. Auch in den Comics ist Captain Marvel aber super stark und überpowert Superhelden wie Iron Man mit Leichtigkeit, wehrte über Wochen hinweg eine Kitauri-Invasion ab, erledigte massenweise Skrulls und sogar einige Super-Skrulls und sie knockte schon einmal den wahnsinnigen Titanen Thanos aus, was wirklich beeindruckend ist. Und wer weiß, vielleicht sehen wir hier ja auch schon eine Szene, die auf die eine oder andere Weise Einzug in Avengers 4 halten könnte. Sie ist außerdem nur sehr schwer verwundbar, extrem ausdauernd und natürlich kann sie fliegen, auch im Weltraum und ohne Sauerstoff. Wie schnell genau sie fliegen kann, ist nicht so genau bekannt. Dreifache Schallgeschwindigkeit, also immerhin rund 3700 km pro Stunde, hat sie aber ohne Probleme für mehrere Stunden durchgehalten, da ist also vermutlich noch Luft nach oben. Eine ihrer stärksten Fähigkeiten ist aber, dass sie verschiedenste Arten von Energie absorbieren und damit ihre eigenen Fähigkeiten erheblich verstärken kann. Und kraftvolle Energiestrahlen abfeuern kann sie ebenfalls. Außerdem kann sie, wenn im aktuellen Comic-Kanon auch nicht mehr ganz so einfach, zu Binary werden.
Als Binary kann sie auf die kosmischen Kräfte eines weißen Lochs zugreifen und ihre Fähigkeiten damit um grob geschätzt das Doppelte verstärken. Was genau es mit Binary auf sich hat, erkläre ich euch gleich. Auf alle wichtigen Stationen können wir leider nicht eingehen. Glaubt mir, ich habe es versucht und ich kann euch sagen, das erste Skript zu diesem Video war 25 Minuten lang. Wir gehen also nur kurz auf einige Momente in Captain Marvels Leben ein, die wirklich wichtig sind und mit denen ihr dann auch tiefer in die Comics eintauchen könnt, wenn euch die Tafel-Superheldin mit den früher recht freizügigen Outfits näher interessiert. Den ersten Auftritt hatte Carol Danvers in Marvel Heroes Nummer 13 aus dem Jahr 1968 und war damit in der zweiten Welle des Feminismus in den USA eine wichtige weibliche Figur der Marvel Comics. Damit hing Marvel nämlich eine ganze Weile ziemlich hinterher, und zwar satte 27 Jahre, denn Wonder Woman von DC Comics gibt es schon seit den All-Star Comics Nummer 8 aus dem Jahr 1941. Als Miss Marvel flog sie dann in der eigenen Serie zum Erfolg, und zwar seit, naja, Miss Marvel Nummer 1 aus dem Jahr 1977. Wieso Zeichner John Buscema sie unter der Leitung von Autor Gary Conway nur im Höschen herumfliegen ließ, ist eine offene Frage, denn Marvel wollte sehr wohl auch Frauen als Leser gewinnen. 1980 kommt es in Avengers Nummer 200 zu einer der vielleicht kontroversesten Stories der Marvel Comics. In diese Storyline wird Carol Danvers durch Marcus, den Sohn von Immortus, in seine Dimension, den Limbus, oder in Englisch tatsächlich Limbo, entführt. Hey, du Fotzen! Limbo! Scheiße! Dort manipuliert er Miss Marvel mittels Technik und Magie so, dass sie sich in ihn verliebt und auch mit ihm schläft. So schafft er es, sich krankerweise selbst als Embryo in Carols Körper einzusetzen, bevor sie es zurück in ihre Dimension und somit auf Erde 616 schickt. Allerdings an den Zeitpunkt vor ihrer Entführung, somit also ohne jede Erinnerung an die Geschehnisse, da diese in ihrer Zeitlinie ja noch gar nicht passiert sind. Das ist also im Grunde das Äquivalent zu einer Pille im Cocktail und somit mangels ihrer unmanipulierten Zustimmung zum Beischlaf eine Vergewaltigung und absolut verdammenswert. Carol entdeckt also außerdem völlig schockiert, dass sie schwanger ist, weil, ne, es ist ja alles noch nicht passiert, sie erinnert sich also nicht, und binnen eines einzigen Tages kommt es dann auch schon von den ersten Anzeichen zur Geburt, und das fiese Markus-Baby wird dann auch innerhalb eines einzigen Tages vom Baby zum erwachsenen Mann. Ebenso bizarr ist dann irgendwie, dass die Avengers Markus blind vertrauen und Carol quasi noch zum kranken Mann-Baby Markus gratulieren, der dann kurz darauf den Zeitkreis schließt und Miss Marvel in seine Dimension entführt, um den ganzen Plan überhaupt erst in Gang zu setzen. Die ganze Story ist ziemlich kaputt und Marvel schämt sich dafür inzwischen auch so sehr, dass die Geschichte aus dem offiziellen Marvel-Kanon entnommen und somit als null und nichtig erklärt wird. Wir sehen also, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. 1981 bekommt es Miss Marvel dann im Avengers Annual Nummer 10, inzwischen im neuen Outfit, mit X-Men-Mitglied Rogue zu tun. Im Verlauf des Kampfes, den im Grunde Mystique initiiert, absorbiert Rogue die Erinnerungen und Fähigkeiten von Carol komplett, was Carol kurzfristig katatonisch zurücklässt und Rogue später in die Schizophrenie treibt. Es ist ein ziemlich spannender Read, an dessen Ende Miss Marvel ihre Fähigkeiten natürlich zurückbekommt, der sie aber bis in die heutigen Tage beeinflusst. In den Uncanny X-Men Nummer 164 wurde Carol Danvers aufgrund ihrer einzigartigen Kombination aus Mensch und Kree-DNS von den außerirdischen Brood entführt und wurde nach einigen fiesen Experimenten zur neuen Superheldin Binary. Als Binary konnte sie die Energie eines weißen Lochs anzapfen und somit über kosmische Kräfte gebieten, die ihre eigenen Fähigkeiten um weit mehr als das Doppelte verstärkten. Als Binary kam sie beim Publikum aber nicht so gut an wie die inzwischen immer beliebter gewordene Miss Marvel, weshalb Marvel selbst diese Idee auch bald wieder aufgab und sie stattdessen 1988 in Avengers Nummer 4 das erste Mal als Warbird auftreten ließ. Nach ihrem vermeintlichen Tod in den Rogue Redux-Ereignissen dient sie nämlich als Teil der Leibgarde der Shi'ar, die absolute Badasses sind, und hinterließ dort einen so guten Eindruck, dass der Begriff Warbird von da an als offizieller Titel weitergeführt wurde. Carol selbst kehrte zwar zu den Avengers zurück und behielt den Namen Warbird für einige Zeit, verlor ihre kosmischen Kräfte aber, als sie immerhin die Sonne vor der Zerstörung rettete. Und das führte dann auch zu einer schweren Zeit für Carol, wo sie dann kaum noch Kräfte hatte und in der sie sich dann auch über emotionale Probleme, aber auch über Alkoholismus und sogar eine Gerichtsverhandlung erheben musste, ehe sie wieder zu einem wirklich vollwertigen Mitglied der Avengers wurde. Praktisch ist aber außerdem, dass die Reste von Binary sozusagen noch irgendwie immer in Captain Marvel ruhen, und wenn es mal einen ordentlichen Deus Ex Machina braucht, dann darf sie sich nach wie vor auf die Plot-Armor von Binary verlassen und zu Binary werden. In House of M wurde Miss Marvel 2004 zum ersten Mal Captain Marvel genannt, als der sterbende Marvel in dieser Realität sie mit diesem Titel ehrte. Als Captain Marvel ist Carol Danvers dann in dieser alternativen Realität der Scarlet Witch der beliebteste Superheld, oder genauer gesagt die beliebteste Superheldin der Welt.
Endlich frei von den vielen persönlichen und traumatischen Erlebnissen der Vergangenheit, entwickelte sich der Charakter von Carol Danvers in dieser Zeit endlich zu der Powerfrau, die die Comics und Leser auch schon lange verdient hatten. Selbstbewusst, super stark, unabhängig, sich von niemandem irgendwas gefallen lassend, das war das Bild der modernen und starken Superheldin, was bei den Lesern so gut ankam, dass diese Version von Captain Marvel es bis in die heutigen Tage und dann eben auch auf die Leinwand des MCU geschafft hat. Im Zuge der Marvel Now-Initiative entschied sich Marvel 2014 dafür, Carol in Captain Marvel Nummer 1 wieder mit einem neuen Outfit zu versehen, das wir bis heute auch immer noch so in den Comics sehen. Dieser Comic ist auch ein guter Punkt für den Einstieg, wenn ihr Bock darauf habt, euch näher mit Carol Danvers zu befassen. In Rückblenden werden ihre Origins zusammenfassend super erklärt und auch wie es dazu kommt, dass sie sich inzwischen nicht mehr Miss, sondern Captain Marvel nennt, denn das geschieht zu Ehren ihres inzwischen verstorbenen Vorbilds Mar-Vell, nachdem sie von Captain America und auch von Spider-Man darin bestätigt wird. In Spider-Man ist Carol übrigens so ein bisschen verliebt, auch wenn sie sich lange eher mit Mighty Avengers-Mitglied Simon Williams aka Wonder Man vergnügt hatte. Eine ihrer bisher größten Rollen spielte sie aber definitiv im zweiten Civil War 2016, der die Superhelden-Community erneut im Streit über den hellsehenden Inhuman Ulysses entzweite. Da dieses Event noch nicht allzu alt ist, möchte ich das jetzt nicht hier für euch spoilern, aber ich kann euch sagen, dass Marvels Version von Minority Report zwar ganz spannend ist, aber nicht an die Güteklasse des ersten Civil War rankommt. Erst wenn man auch das Secret Empire Event hinter sich hat, verleiht das einigen Blickwinkeln des zweiten Civil Wars eine gewisse nachträgliche Würze, so dass man das Event dann insgesamt doch noch als ganz gelungen ansehen kann. Ach ja, und Cheeseburger war Carols Pilotenname in ihrer Air Force Zeit. Im Marvel Cinematic Universe wird Captain Marvel von Oscar-Preisträgerin Brie Larson verkörpert und soll, wie vorhin schon kurz besprochen, die Messlatte für weibliche Superhelden und deren Kräften auf der Leinwand deutlich höher setzen und alles bisher Gesehene übertreffen. Captain Marvel ist somit auch der erste Solofilm im MCU, der einer Superheldin gewidmet ist und muss sich daher in den Comics und auch auf der Leinwand Wonder Woman geschlagen geben, die mit ihrem Solofilm wiederum die Messlatte selbst schon ganz schön hoch angesetzt hat. Was wir bisher schon gesehen haben, und zwar in der Post-Credit-Scene von Avengers Infinity War, ist, dass Nick Fury kurz vor seinem Tod ein Notsignal über seinen Pager verschickte, der kurz darauf das Logo von Captain Marvel zeigte. Da der Film außerdem in den 90er Jahren spielen wird, in dem Carol der erste Superheld wird, den Nick Fury und Agent Coulson jemals treffen, stellt sich für uns die Frage, wo war dann Captain Marvel bisher? Wo war sie, als Loki die Erde mit den Kitauri angriff? Wo war sie während der Civil War und wieso haben wir sie im Infinity War nicht gesehen? Meine Vermutung ist, dass sie mit ihrem Mentor Mar-Vell, der von Jude Law gespielt wird, auf Hala ist, dem Heimatplaneten der Kree, und es dort mit Ronan the Accuser zu tun bekommt, dessen Rolle ebenfalls bestätigt ist. Der Ruf nach Hilfe von Nick Fury wird sie aber nun sicherlich zur Erde reisen lassen, wo sie den verbliebenen Helden im Kampf gegen Thanos beistehen wird. Wie genau ihre Rolle da aussehen wird, ist natürlich erstmal nur Spekulation, aber ich glaube, dass Stark es irgendwie schaffen wird, die Celestials für seinen Kampf zu gewinnen, Thanos auszutricksen und Captain Marvel die Gelegenheit zu geben, Thanos im Kampf Titanen gegen Superhelden entgegenzutreten. Ein Moment, in dem Thanos die vermeintlich harmlose Erdenfrau unterschätzt und schmerzhaft eines Besseren belehrt wird, könnte ein großartiger Augenblick der Comic-Leinwand-Geschichte werden. Somit kommen wir dann auch langsam zum Ende dieser Ausgabe von Spotter. Was denkt ihr, wie Captain Marvels Rolle im MCU aussehen wird, in ihrem Solofilm und auch in Avengers 4? Wie findet ihr den Charakter allgemein? Und was interessiert euch vielleicht noch zu Carol Danvers, das wir im Video noch nicht abgedeckt haben? Ihr wisst, wie es geht, haut mir eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen nach oben echt Nick Furios und mit einem Abo könnt ihr mir helfen, weiterhin coole Videos für euch zu machen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video und ich sage danke fürs Einschalten. Habt eine geile Zeit, passt auf euch auf und auf Wiedersehen.